Liebe Patientin, eine aufregende Zeit steht Ihnen bevor. Sie haben von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Minogon HP zur Anregung Ihrer Eizellenreifung verordnet bekommen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Minogon HP frisch vor der Injektion für die Injektion vorbereiten. Nehmen Sie bei allen Minogon HP-Fläschchen, die Sie für Ihre tägliche Injektion benötigen, die blaue Kappe ab. Öffnen Sie eine Ampulle mit Lösungsmittel. Mit einem Taschentuch, das Sie vor Verletzungen schützt, können Sie den Ampullenhals umfassen und brechen den Hals von Ihrem Körper weg ab. Alternativ, sollten Sie einen passenden gelben Ampullenöffner zur Hand haben, kann die Ampulle leicht am Hals gebrochen werden. Der Öffner wird von oben auf die stehende Ampulle mit sanftem Druck gestülpt und die Ampulle ist geöffnet. Im nächsten Schritt stecken Sie die große Kanüle auf die Spritze, entfernen die Schutzkappe und führen die Kanüle in die Ampulle. Entnehmen Sie den gesamten Lösungsmittelinhalt der Ampulle, indem Sie die Kanüle bis zum Boden der Ampulle führen und den Kolben der Spritze nach oben ziehen. Jetzt füllen Sie das Lösungsmittel mit der Spritze in ein Minogon HP-Fläschchen. Stecken Sie dazu die Kanüle senkrecht durch den grauen Gummistopfen und drücken den Kolben der Spritze langsam runter. Die Trockensubstanz löst sich schnell auf. Wenn sich Schaum gebildet hat, warten Sie, bis sich der Schaum gelegt hat. Ihr Minogon HP ist jetzt gelöst im Fläschchen. Jetzt ziehen Sie wieder mittels des Kolbens das gelöste Medikament komplett in die Spritze zurück. Halten Sie den Kolben gut fest. Durch einen Unterdruck kann es sein, dass sonst etwas Lösung in das Fläschchen zurückfließt. Diese Minogon HP-Lösung geben Sie dann in ein zweites Fläschchen und lösen diese ebenso mit der Trockensubstanz auf. Dies entspricht einer Konzentration von 150 IU. Diese Konzentration können Sie, falls nötig, in einem dritten Fläschchen auflösen. So haben Sie dann eine Konzentration von 225 IU. Benötigen Sie eine noch höhere Dosierung? Dann beginnen Sie bitte mit einem neuen Ansatz von Minogon HP Trockensubstanz und Lösungsmittel. Frisch zubereitet kann das Medikament jetzt gespritzt werden. Vorher muss noch die große Kanüle gegen die feine Nadel ausgetauscht werden. Mit dem Alkoholtupfer aus der Packung desinfizieren Sie bitte vorher die Injektionsstelle auf dem Bauch. Bitte bilden Sie mit der freien Hand eine Hautfalte. Führen Sie langsam die Nadel in die Hautfalte und spritzen Sie sich das Medikament. Nach der Injektion können Sie noch ein paar Sekunden mit einem Taschentuch oder einem Alkoholtupfer auf die Injektionsstelle drücken, damit sich das Minogon HP gut im Unterhautfettgewebe verteilt. Das war's schon. Alle Materialien können Sie im Restmüll entsorgen. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die Erfüllung Ihres Kinderwunsches. Ihr Ferring Fertilitätsteam.